Liebes Team vom Schlagerplanet, ich danke euch für dieses tolle Interview, sende euch ganz liebe Grüße und bis bald, eure Sabrina Berger. Gesundheit, Liebe, Familie. Also das ist für mich Glück pur. Eine gesunde, glückliche Familie zu haben, das bedeutet für mich Glück, ja. Mhm. Und da kann ich mich im Moment sehr glücklich schätzen, ja. Also eine meiner Lieblingssängerinnen ist absolut Michelle. Mhm. Und das ist für mich auch über die Jahrzehnte hinweg, wo sie stattfindet und immer wieder und immer wieder. Und ich bewundere sie, weil sie so viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben erlebt hat. Mhm. Und immer wieder aufsteht und immer weitermacht. Und die finde ich einfach den Knaller. Ich habe ihr Album. So. Shoppen? Also das mache ich sehr gerne. Ist das jetzt schlimm? Nö. Klamotten oder Schuhe? Also nein, die Stiefel sind einfach klasse. Danke. Also ja, natürlich habe ich einen Schuhtick. Ich finde es zum Beispiel total sympathisch, dass Schuhe, da kann man ruhig auch mal 5 Kilo mehr wiegen. Also Schuhe passen meistens trotzdem und darum habe ich einen Schuhtick. Und ja, ich gehe gerne shoppen, aber eine Lieblingsbeschäftigung ist auch einfach mal, wenn ich die Zeit mal habe, sich hinzusetzen, im Sommer in den Garten, in die Liege und ein gutes Buch lesen oder so. Also ich lese sehr gerne, weil man dann einfach mal so aus seinem Alltag rausgezogen wird. Ne? Mhm. Das holt runter. Soll ich jetzt sagen, meine chaotische Tugend? Die nickt da hinten. Ja, vielleicht mein Chaos. Mein Chaos in meinem Leben ist, es ärgert mich sehr oft, aber eigentlich, ich habe in meinem kleinen Chaos ja einen Überblick. Meistens. Und wenn nicht ich, dann frage ich wen. Und ist das eine mit meiner Lieblingstugenden. Ich glaube aber auch, dass ich unheimlich loyal bin zu meinen liebsten Menschen und zuverlässig. Wenn wir jetzt nicht das Zeitliche nehmen, ne? Natürlich, eine Chaotin ist auch oft zu spät, außer bei Auftritten. Das ist was anderes. Also an alle Veranstalter, zu Auftritten bin ich pünktlich. Aber sonst schon mal bin ich schon mal spät dran. Und wenn wir nicht das Zeitliche nehmen, bin ich aber zuverlässig. Okay. Neid. Finde ich ganz fürchterlich. Ich finde, das ist eine Eigenschaft, haben einige Menschen ja irgendwie ein bisschen mehr von mitbekommen. Manche ein bisschen weniger. Und wie sagt der Kölner, man muss auch gönne können. Und das finde ich ganz wichtig, sei es beruflich, sei es privat. Und ich verabscheue Neid. Und finde ich ganz schrecklich. Deine nächsten Projekte sind? Neue Songs, einige Auftritte, die jetzt demnächst auf mich zukommen. Und hoffentlich irgendwann mein Album. Ich möchte ein Album. Ja. Mein Lebensmotto? Mhm. Mein Lebensmotto ist, am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende.